Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson, und wir sind an der versprochenen Stelle immer noch hier. Und ich habe mir mal eben aufgeschrieben, dass wir Roggen und Jasmin sammeln können. Und werde das auch in Zukunft so machen, denn ich habe sonst immer alle Zutaten gesammelt. Und wusste halt nicht, was ich davon brauche und was nicht. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier einen grünen Stab. Aber können damit nichts anfangen, weil wir kein Magier sind. Also wir könnten schon was damit anfangen, aber es ist überflüssig. So, guck mal, den machen wir auch weg. Oh, wir hätten blocken sollen. Das ist der Teil, in dem ihr einfach verblutet. Das ist der Teil, in dem ihr einfach verblutet. So, warte mal, hier waren wir schon. Wir waren da drüben noch nicht. Oh, warte mal, jetzt verliere ich einen Überblick. Aus diesem Grund. So, krass, guck mal. Wir haben, okay, pass auf. Wir machen erstmal Folgendes. Ich mag das nicht, wenn diese Ausrufezeichen davor sind. So, das kann weg, das Ginkgo. So, rocken. Und erstmal das hier mal, Ausdauerverwüstung. So, musste ich mal kurz klären. So, wir brauchen eigentlich gar keine Magieresistenz. Finde ich die hier schöner. Es war total überflüssig gerade. Weil. Ja. Weil es überflüssig ist eigentlich. So. Ach hier. Komm. Klatsch. Ah, das macht schon ein bisschen mehr Schaden, das Ding. Tut mir leid. Hat das wehgetan? Das sah schmerzhaft aus. So, darf ich jetzt bitte noch das letzte anlegen? Danke. So, hätten wir das auch. Was haben wir jetzt denn noch hier? Was will er denn noch? Materialien. So, zack, machen wir hier. Ach komm. Ernsthaft. Statt mich einfach mal machen zu lassen in Ruhe. Aber nein. So, okay. Und jetzt möchte ich bitte noch das hier haben. So, dann haben wir erstmal zwei Attacken von Anfang. Okay, hier waren wir schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt schon überall waren. Guck mal hier. Könnte man noch nicht gewesen sein. Wir haben ein neues Rezept, das muss ich mir eben mal aufschreiben.
So, okay. Inventar. Brauchen wir Ginkgo für. So, haben wir notiert. Geht's weiter. Ja, wenn man richtig sucht, dann findet man. Auf jeden Fall. Gasse brauchen wir nicht. So, von hier sind wir ja gekommen. Da haben wir alles abgegrast. Könnt mal hier drüben jetzt nochmal gucken. Hier haben wir auch alles abgegrast, oder? Ich muss mal kurz. Ah, okay, mir zeigt es bei beiden Seiten dieses Zeichen an. Ich bin nämlich nach dem Tor gegangen, wo ich schon war und wo nicht. Und das ist auch der Grund. Okay, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. So, genau, da hinten waren wir noch nicht, glaube ich. Ich weiß, es fehlt noch irgendwo ein Gang, den wir verpasst haben. Es weiß ich, dass da was fehlt. Ich weiß nicht, wo es war. Aber ich denke, das reicht auch erstmal. Wir sind jetzt hier eine komplette Folge hier rumgerannt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier haben wir noch was. Natürlich richtig, im Gegensatz zu den anderen, die man gerade schon mitgekriegt hat. Man weiß, dass man hässlich ist, wenn eine Axt im Gesicht eine Verschönerung darstellt. Ginkgo nehmen wir mit. Ne? Das ist für uns. Ob es hier noch was gibt, aber ich glaube, hier gab es nichts weiter. Da unten waren wir auch schon. Okay, gehen wir weiter. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können, ist, dass man. Ja, vor allen Dingen versucht nicht weiter aufzufallen. Lustig. Ja, es ist klar. So, haben wir das. Schnell, während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Guck mal.
ein gutes Zeug gekriegt. Oder, ja, was ist gutes Zeug? Wir haben gute Schuhe gekriegt. So, du Spast. Zack, so wird er erledigt. Gleich euer Name? Zielübung? Komm, wir gehen her. Babab. Zack. Das war eine Magierin, glaube ich. So. Kann man natürlich nicht durch. Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. So, müssen wir jetzt ach, hier mit der Alten quatschen erstmal. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Jo, den Catwell suchen. Und dann werden wir das mal machen. Catwell. Der sitzt nämlich hier vorne. Ich guck nochmal direkt, ob ich irgendwas finden kann. Kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an. Und dadurch. Ich glaube, hier habe ich schon alles abgelootet. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Oh je, nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gewese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jahre haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Und darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht.
Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? So. Ja, der Capwell, der ist schon ganz in Ordnung auf jeden Fall. Hält diesen Unterbau anscheinend für eine verdorbene Nahrung, Getränk. Guck mal, das können wir mitnehmen. Guck mich so, Alter. Wie hässlich bist du, Alter? Ach, guck mal, wie klein er ist. So, jetzt gucken wir. Pass mal auf. Wo ist denn hier... Okay, es gibt halt anscheinend Charaktere, die sind tatsächlich größer wie wir. In diesem Falle die Lyris Titanenkind, die ja doch schon größer ist. So, und wir müssen hier hinter. Genau, und das war der Weg, den ich nicht gefunden hatte. Wir haben einen Hut gefunden. Den setzen wir direkt auf. Ach, deswegen habe ich ihn nicht gefunden. Ich bin hier hintergelaufen und habe den Eingang nicht gesehen. So, ja, versucht das Schloss zu knacken. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, früher können wir von hier verschwinden. Alter, eine ganze Minute Zeit. So, geht's weiter an der Stelle hier. So, okay. Die Urne ist leer, wir gehen hier durch. Hier ist keine Truhe. Dann war die Truhe wohl auf der Seite hier. Die Truhen hier im Tutorial auch schon gelootet von anderen Spielern. Das würde mich ärgern, ehrlich gesagt. So, okay. Gehen hier weiter. Was das betrifft, mit den... Ach hier, guck mal, ey, auch leer. Mit diesen Extras, ein paar Extras kaufen und so, das werde ich auch noch machen. Kommt und holt es euch, ihr skäbigen Horker! Ich habe beim ersten Mal viel mehr gefunden. Weiß ich. Ist alles leer, ey. Kann's ja nicht sein. Aber es ist halt so. Alles leer. So, da geht's raus, also gehen wir hier erstmal lang.
alles leer. Geht gar nicht, ey. Dieser Ort stinkt nach Tod und Ver... Die Zelle des Propheten. Werden wir mal sehen, was man da jetzt... was uns da erwartet. Also ich weiß es ja, was uns da erwartet. So, hier gehen wir jetzt nochmal eine Runde ablaufen. Hier sollte es was geben. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen. Dachte ich jedenfalls. Aber es ist alles leer. Alles weg. Ja, das ist ja auch willkürlich, sag ich mal. Wo der Loot ist und wo nicht. So, wir gehen mal hier hoch kurz. So, da geht's natürlich nicht weiter. So, befreien wir den mal. Den Herren Propheten. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es, aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Baal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. So, jetzt kriege ich hier übrigens sinnlose Einladung. Das passt ja natürlich nicht mehr in der Aufnahme, sowas nervt mich immer übelst. Freiheit. Ich erinnere mich an. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Ich wünschte, das wäre möglich.